In dieser Videoreihe soll es jetzt darum gehen, die Entscheidungen eines Haushalts zu modellieren. Dazu könnten wir uns zuerst einmal die Frage stellen, was bezeichnen wir denn überhaupt als Haushalt in der Mikroökonomik? Also uns würde erst einmal reichen, um die Vorstellung zu entwickeln, dass ein Haushalt ein Akteur ist, der Güter konsumiert. Die andere Möglichkeit, Güter zu verwenden, wäre ja die Investition. Investition bedeutet, dass ich Güter dazu einsetze, wieder neue Güter zu produzieren, und konsumieren bedeutet, dass ich Güter dazu einsetze, um sie zu verbrauchen. Ja, investieren schreiben wir den Unternehmen zu, und jemand, der jetzt Güter konsumiert, das wäre ein Haushalt. Eine andere Eigenschaft eines Haushalts, die wir benötigen, wäre, dass er seine Arbeit anbietet. Damit ist tatsächlich die Arbeitskraft gemeint, nicht der Arbeitsplatz. Also ein Haushalt ist Anbieter auf dem Arbeitsmarkt, wobei Arbeit dann eben die Ressource darstellt, mit der produziert wird. Und ein Haushalt bietet eben seine Arbeit an, um damit Einkommen zu erzielen und den Konsum der Güter sich zu ermöglichen. Das wäre erstmal so eine Begriffsvorstellung, was ist ein Haushalt? Es ist also nicht unbedingt die Familie, die frühstückt, die am Mittag am Frühstückstisch gemeinsam sitzt und den Tagesablauf bespricht, sondern es ist eben jemand, der konsumiert und Arbeit anbietet. Es gibt auch noch andere Merkmale von Haushalten, die wir in der Makroökonomik brauchen, aber hier würde es erstmal reichen für uns bei Mikroökonomik, für die Fragestellung, die ich ansprechen will. Denn wir betrachten den Haushalt eben als Modell, und was für Entscheidungen soll unser Haushalt dann treffen können? Welche Entscheidungen wollen wir untersuchen? Ja, das wäre einerseits die Aufteilung eines bestimmten Budgets auf den Konsum unterschiedlicher Güter, verschiedener Güter. Das Budget ist durch das Angebot an Arbeit als Einkommen aufgetreten. Und nun wollen wir die Konsumentscheidung untersuchen können. Wie wird dieses Budget aufgeteilt? Auf den Konsum verschiedener Güter. Welche Aspekte spielen da eine Rolle? Man nennt diese Fragestellung auch optimaler Konsumplan. Und das betrifft eine statische Betrachtung, das heißt, zu einem Zeitpunkt würden wir das modellieren. Die zweite Entscheidung, die mit dem Konsum zusammenhängt, ist die Entscheidung zwischen Konsum, Ausgaben und Sparen. Hierbei würden wir untersuchen, zu welchem Zeitpunkt der Konsum eigentlich stattfindet. Denn wir könnten ja Sparen auffassen als in die Zukunft verschobenen Konsum. Wir sparen heute Mittel, die wir dann später verkonsumieren können. Und hier könnten wir auch die Entscheidung untersuchen, welche Aspekte hier eine Rolle spielen für die Entscheidung des Haushalts. Und die dritte Entscheidung, die wir untersuchen könnten, wäre die Aufteilung der verfügbaren Zeit in Arbeitszeit und Freizeit.
Damit bestimmt letztendlich der Haushalt sein Einkommen. Ja, diese Entscheidungen des Haushalts beruhen auf bestimmten Annahmen, das ist ja auch meine Überschrift. Welche Annahmen treffen wir zum Verhalten unseres Haushalts? Wir hatten ja gesagt, dass wir hier Modelle betrachten in der wissenschaftlichen Argumentation. Und Modelle beruhen eben auf Annahmen. Die Annahmen bestimmen letztendlich die Argumentation und die Ergebnisse der Modelle, weil innerhalb der Modelle dann objektiv argumentiert wird. Also ändern sich die Ergebnisse nur, wenn ich die Annahmen am Anfang ändere. Und damit sind die Annahmen ein sehr entscheidender Aspekt hier zu unseren Akteuren, die wir modellieren. Und für einen Haushalt nehmen wir an, dass er ein Nutzenmaximierer ist. Letztendlich unterstellen wir damit, dass er rational handelt, und das hatten wir schon bei den Grundlagen besprochen. Also rationales Handeln, Handeln nach dem ökonomischen Prinzip. Was der Begriff Nutzen zum Ausdruck bringen soll, das werden wir in den nächsten Videos erfahren. Wir haben aber sicherlich auch schon eine Alltagsvorstellung. Also er möchte sich am wohlsten fühlen, könnte man so sagen. Man sagt, er ist Nutzenmaximierer. Und eine zweite Annahme ist, die jetzt schon ein bisschen eingrenzender ist. Nutzenmaximierer bedeutet ja, wie gesagt, rationales Handeln nach dem ökonomischen Prinzip. Die zweite Annahme wäre, dass unser Haushalt ein sogenannter Mengenanpasser ist. Das ist so ein bisschen fremdes Wort, ein Wort, was die gleiche Bedeutung hat, wäre, dass er ein Preisnehmer ist. Auch das ist vielleicht noch etwas, mutet etwas altertümlich an, das Wort. Was bedeutet denn aber beides? Das bedeutet, dass die Haushalte die Preise auf den Märkten einfach nur hinnehmen und sie nicht selbst beeinflussen können. Damit kann man vielleicht auch nicht einverstanden sein und sagen, das ist ja nicht immer so. Ich habe vielleicht auch einen Haushalt, der auf einem Markt auftritt, wo er dann Marktmacht ausüben kann und auch den Preis mitbestimmen kann. Aber in vielen Situationen wird es schon sein, weil ein Haushalt eben auf einem Markt nur einer von vielen Akteuren ist und keine Marktmacht ausüben kann und den Preis dann letztendlich einfach bloß als gegeben, als gesetzt hinnehmen kann und entsprechend sich überlegt, ja, was möchte er jetzt, welche Mengen möchte er konsumieren unter der Voraussetzung, dass der Preis nun mal so ist, wie er ist. So könnte man sich diese Wortwahl Mengenanpasser und Preisnehmer zumindest erstmal plausibel machen. Letztendlich besitzt der Haushalt keine Marktmacht. Er kann sich immer nur anpassen, wie der Markt gerade ist, und seine Entscheidungen dann mit seinen eigenen Vorstellungen koordinieren. Das wären erstmal so die Annahmen zum Haushalt. Als nächstes befassen wir uns damit, was der Haushalt eigentlich als Modell für uns bedeutet, und sprechen deshalb über die Präferenzordnung.